Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von einem Gong. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier zu World of Warcraft Shadowlands Beta. Jawohl, heute wollen wir mal wieder ein bisschen mit unserem kleinen Erfolgspaladin rumquesten. Beziehungsweise, ich wollte mal nochmal was versuchen und dafür betrete ich jetzt erst einmal direkt die Welt. Na, ich schreie hier noch so ein bisschen. Ging die Musik wieder an? Ne, wir sind ja beim letzten Mal. Beziehungsweise beim letzten Mal habe ich ja mit dem Allianz-Char gespielt, um zu zeigen, da ist genau alles so wie mit der Horde. Das letzte Mal mit ihm sind wir ja unterwegs gewesen in Wrath of the Lich King in Nordend. Beziehungsweise sind dann mal gucken gegangen, ob wir auch nicht auch in der Scherbenwelt was machen können. Und tatsächlich hat das Level skaliert, was ich sehr interessant finde. Tatsächlich dann auch für andere Charaktere, die man nachzieht, weil man dann einfach so ein bisschen die freie Wahl hat beim Hochquesten. Eine sehr interessante Kiste. Und, oh, was haben wir hier? Covenants. Shadowlands. Ja, so weit sind wir doch noch nicht hier. Wir sind erst Level 22 oder so. So, aber wir sind wieder hier mitten in Suldazar, Zander, schlag mich tot. Und genau hier werde ich mich jetzt einmal ganz kurz verziehen. Wir hatten ja hier schon mal geguckt gehabt. Da habe ich mich gerade selber wieder unterbrochen. Mit Level 25 könnten wir, so wie es aussah, das nächste Questgebiet hier in Angriff nehmen. Ich allerdings interessiere mich im Moment eher so ein bisschen dafür, so wie wir letztens in Shadrath eingeflogen sind, beziehungsweise direkt halt in die Hauptstadt in der Scherbenwelt, von da aus dann losgeflogen sind, würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie sieht das aus mit Kataklysm, wie sieht das aus mit Pandaria, wie kommen wir da irgendwie rein? Kommen wir irgendwie zu Warlords of Draenor? Eigentlich müsste das ja der Fall sein, ne? Hier sind wir ja hier in unserem Portal Dingelchen und wir können hier Portal nach Dalaran im Kristall. Ja, das wäre für mich jetzt Nordend. Ja, das hier sieht für mich aus. Nicht nach Portallehrer, sondern nach Tal der ewigen Blüten oder irgendwie sowas. Leb wohl! So, dann haben wir hier Suldazar. Ja, da möchte ich eigentlich auch nicht hin. Kirin Tor, was ist das? So, hier kommen wir nach Kriegsspeer. Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu gucken. Silbermond interessiert mich nicht. Shadrath. So, hier sind wir also Scherbenwelt. Da sind wir in Warlords of Draenor. Keine Ahnung, vermutlich. Also das hier hätte ich jetzt für Kataklysm gehalten. Und das sieht so ein bisschen aus wie dieses Elfending da. So, dann haben wir hier Suldazar. Und dann haben wir hier die Pandaren. Wo wir noch nicht ganz so einfach hin können. So, wartet mal. Ich würde jetzt tatsächlich einfach mal ganz kurz setzen. Nicht Shadrath, sondern Kriegsspeer. Ne? Portal Kriegsspeer. Da will ich mal hin. Mal gucken, ob wir irgendwas gerissen kriegen. Wir gucken einfach mal, was soll's. Warum erinnere ich mich nicht an dieses Wallpaper? Gul'dan. Ne, und zack, schon stehen wir hier. So, wir würden hier jetzt auch wieder nach Orgrimmar zurückkommen. Ja, und hier ist jetzt natürlich auch gähnende Leere, ne? So, was mich interessiert ist, vielleicht ist es ja, vielleicht ist die Reise ja schon direkt vorbei. Ich würde jetzt hier zum Flugfuzzi laufen. Nur nicht so schüchtern. Ja, ne, und da ist dann schon vorbei. Wir kennen keinen von hier aus erreichbaren Ort. Auf jeden Fall nicht von hier aus. Also das ist jetzt, wie gesagt, interessant. Wir sehen,
Flugmeisterin Stufe 21, Dunkelsperrtrolle. Also die haben irgendwie, sind die mitskaliert. Aber wie kommen wir normalerweise hier hin? Alles klar. Das wäre natürlich jetzt eine interessante Sache, ne? So, nehmt das Portal von Turm der Elemente nach Orgrim. Ah ja, okay. Der will uns immer wieder zurücklotsen, ne? Jedenfalls können wir von hier aus nicht wie Shadrath damals einfach hinfliegen und da starten. Wir müssten also irgendwie anders an die Sache ran. Ich meine, tut ja nicht weh, mal hier so ein Portal zu benutzen, mal eben schnell, ne? Aber wie gesagt, mich interessiert dann auch, warum funktioniert eben halt er hier nicht. So, Portal nach Dalaran. Wie gesagt, Dalaran überm Kristallsangwald. Ist das was, wo man sich nachorientieren kann? Ne, wir sehen hier die Charaktere Stufe 40. Ja, Shadrath Stufe 30. Ich meine, das muss nichts bedeuten, ne? Vielleicht rede ich mir das gerade mal wieder ein. Also war hier bei 45, 50. 35? Ja, ist ja eigentlich auch Blödsinn alles, ne? Ich will es mal kurz wissen, ne? Wir haben ja die Möglichkeit, hier uns so ein bisschen hin und her zu bewegen, ne? Also warum nicht einfach mal nach Dalaran? Guten Tag. So, von hier aus können wir jetzt natürlich jetzt nicht irgendwelche super Sachen reißen. Magische Königreich Dalaran. Ne, auch hier interessiert mich jetzt der Flugmeister. Können wir von hier aus überhaupt irgendwo hinfliegen? Ich meine, wir entdecken gerade irgendwie alles Mögliche. Grüße. Ja, toll. Das Licht segne euch. Seid gegrüßt. Alles klärchen. Hafen der Vergeltung haben wir hier. Und wir haben die Kriegshimmelfeste, Boreanische Tundra. Also hier könnten wir tatsächlich uns einfach von, ne, wie damals, von den beiden Seiten hier langsam reinkämpfen. Viel Glück. Hier. Chromis Aufruf. Mächtige Magie, Bronzeschwarm. Erkundet die Welt in eurer Lieblingsära und nehmt Herausforderungen in Angriff. Die brennende Legion ist nach Azeroth zurückgekehrt. Die verheerte Küste, bekämpfe die Legion. Das war definitiv nichts von Wrath of the Lich King, oder? Der Shergrad. Der Shergrad ist die Heimat mehrerer Ogerstämme. Okay, das finde ich gerade interessant. Moment, einmal zurück hier.
In Ogrima steht ja auch so ein Brettchen. Das wollte ich mir mal kurz aus der Nähe angucken. Auch wenn wir da dann ein bisschen rumruckeln jetzt. Ne? Ist mir jetzt egal. Ne? Es geht darum, dass wir rausfinden, wie wir nachher richtig schön, prächtig, schnell und vor allem effektiv das machen können, was wir wollen. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Ist nicht so ganz eindeutig, was das hier bedeutet, ne? Chromis Aufruf. Guck mal kurz hier auf. Chromis Aufruf. Ja, sprich mit Chromi in der Nähe der Botschaft von Sturmwind. Sprich mit Chromi in Ogrima, okay. Ja. Nee, also da würde ich jetzt tatsächlich mal... Würde mich interessieren, was das ist. Botschaft ist ja hier. Da haben wir die kleine, drollige Chromi. Bellt eine Zeitlinie. Moment, erstmal will ich hier... Wie schön, euch zu sehen. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick. Ah. Ja, da sieht das doch schon mal interessant aus. Ne? Da die Zeit auf unserer Seite ist, können wir alles schaffen. Wählt die Kampagne aus, die ihr erleben möchtet. Kataklysmus, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Wizards of Pandaria, Warlords of Draenor und die Legion. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Die Frage ist... Moment. Kehrt zu eurer Lieblingsgeschichte zurück und stellt euch Herausforderungen der Vergangenheit für die Charaktere der Stufe 10 bis 50 skalieren. Das ist schön. Wählt einfach eine Kampagne und stürzt euch ins Abenteuer. Ja, und da wir ja gesehen haben, ne, dass wir Wrath of the Lich King und aber auch gleichzeitig, wo wir dann das nächste Burning Crusade, also man kann scheinbar wechseln. Man muss sich jetzt nicht irgendwie komplett festlegen und ist dann da gefangen oder so. Ich habe das Gefühl, wir könnten immer wieder zurück. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Powerful Artifact Weapon. Ja, okay, die waren dann später für den Arsch. Aber wisst ihr was? Das interessiert mich tatsächlich. Ich drück da mal kurz drauf. Falls ihr eine mächtige Waffe findet, vergewissert euch, dass sie nicht von der brennenden Legion oder den alten Göttern verderbt wurde. Ja? Okay. Ja, guck mal hier. Ne, Kriegshäuptling Fulgin, da ist er wieder. Meldet euch bei Holger, bla bla, in der Blockade. Bla bla. Das finde ich interessant. Das finde ich wirklich interessant. Okay, und jetzt haben wir auch rausgefunden, ne, wie, was, warum. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Eine Auswahl von Verbündeten. Ja, die kennen wir doch schon. Beziehungsweise, da sind ja neue hinzugekommen, genau die Volperer. Ja, ich schäme mich ein bisschen, dass ich den Ruf da nicht hochgespielt habe, aber ich hatte irgendwie keinen Bock. Wir verstehen uns. So, Moment. Die Rückkehr der Legion. Jetzt behalte ich mal die Quest im Auge. So, wir hatten ja zumindest schon mal das schnellere Reiten. Ja, und ich glaube aber dadurch, ich meine, wir haben jetzt die Portale genutzt und es ging dann auch schon irgendwie ein bisschen. Also das wird dann wahrscheinlich hier so der richtige Weg sein, ne? Um einfach die alten Zeitlinien nochmal spielen zu können. Ich würde jetzt vielleicht mal die Karte aufwerfen, statt einfach loszureiten. Chromi, Zeitwanderungskampagne.
Okay, ich bin verwirrt. Ich glaube, hier geht es einfach nur erstmal raus nach Orgrimmar. Und da gehen wir jetzt auch hin. Es lebe das Phasing. Luktar! Kraft! Wie geht's denn so, Mann? Ach genau, da war doch was, ich erinnere mich ganz dunkel dran. Die letzte Mahlzeit gegessen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie ankommen und sagen, Warlord of Draenor wäre jetzt mein bevorzugtes Ding, aber ich will jetzt einfach mal gucken. Ne, zum einen kann man hier einfach die Kampagne hier so durchziehen. Warte mal. Dankeschön. Kann man das so durchziehen und kann man die dann relativ einfach nachher wieder ändern? Das interessiert mich jetzt in diesem Part. Ne, geht mir gar nicht so sehr darum, dass man jetzt hier wer weiß, wie schnell ist oder wie auch immer. Ne, viel mehr oder viel wichtiger finde ich diese Erkenntnis. Duellieren wir uns. Vorfahren euch schützen. Ja, warte mal hier. Ich hau die mal eben schnell als Zähne ein. Wo habe ich? Ich habe auf Legion gedrückt, ne? Nicht auf Warlords of Draenor. Stimmt. Hallo. Kraft und Ehre. Oh, das ist aber. Das ist aber ein Equipmentsprung, den du mir da ins Gesicht hältst. Ja, läuft, ne? Liegt an. Ja, los bleib geht's. Gut drauf. Ja, das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön, dass man die einzelnen, also jetzt so mitten beim Questen eben halt, ne? Ja, komm, ne, da ist, ich mach das, ich gehe dahin, das finde ich gut. Reis zur verheerten Küste. Na, riecht ihr die Seeluft? Schön, wieder auf offener See zu sein. Die Prämie von Orgrimmar hat mit eurer Stimmung nichts zu tun, was? Ein altes Goblin-Sprichwort besagt, Wetten schließt man am besten mit dem Gold anderer Leute ab. Vorausgesetzt, wir schaffen's zurück. Gibt es Nachricht aus Orgrimmar? Sylvanas ist vor ein paar Stunden mit der Hauptflotte angekommen. Man sieht die Insel nicht vor lauter Dämonen. Jetzt schon? Wie sind die alle so schnell hierher gekommen? Ich habe so ein Gefühl, dass wir es bald wissen. In Ordnung, Horde-Truppen. Hier ist Endstation. Ein Strand voller Dämonen. Piraten, Segel einholen und zwar flott. Oh, hier passieren merkwürdige Dinge. Hey, was ist das da vorne? Riecht nach Ärger. Ein Riesenhaufen Ärger.
Nee, wie gesagt, ich habe mich jetzt für Legion entschieden, weil da diese Artefakt-Quest rein gewesen sind. Unterreißen. Offenbar ist unser Verstand. Und das ging halt so in einem durch. Und das hat mich jetzt EP-technisch interessiert. Ich werde jetzt mal. Zum Zurückziehen haben. Oh, was war das? Hier führt nur ein Weg heraus, alter Freund. Hör zu. Es gibt nur einen Weg vom Strand und der führt mitten durch die Dämonenschar vor uns. Aber die wissen nicht, wen sie vor sich haben. Zeigen wir denen, wozu die Horde fähig ist! Haltet sie von den Pfeilern fern! Dieser Schmerz! Etwas stimmt nicht. Für Frodo! Krieger der Horde, auf die Kristalle! Sehen wir, ob eure Ahnung richtig ist. Genau, da war doch was. Ja, sie verankern ihn vermutlich in dieser Welt. Da waren's nur noch zwei! Wenn ich ihn noch nicht anklopfen dürfte, quasi. Dieser Schmerz! Ich brauche ein Ziel. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht auch auf die IP geachtet. Aber irgendwas wird da schon passieren, ne? Das Schöne ist, muss ich denn alles selbst machen? Wenn die Server nachher live gehen und mehrere Spieler kommen, dann ist man hier auch wieder nicht alleine, ne? Weil sich halt mehrere dann für dieses Add-on entschlossen haben zum Questen. Das finde ich richtig gut. Endlich ist die ganze Plürre wieder ins Spiel gebracht worden. Hast wohl die falsche Seite gewählt. Der Meister wird hier, werdet alle brennen! Es regnet Teufelsfeuer vom Himmel! Passt auf! Ich werde zurückkehren! Gut, wieder an eurer Seite zu kämpfen, Kriegshäuptling. Werd mich nie dran gewöhnen, dass ihr mich so nennt. Es gibt nur einen Weg zum Grabmal. Seid ihr bereit? Vorwärts! Sylvanas Schiff muss da vorne runtergekommen sein. Sie breiten sich schneller aus als je zuvor. Ja, Mann. Das ist nicht die Legion, die wir kennen. Was? Das ist keine Invasionstruppe. Das ist eine Armee. Bögen spannen. Halten. Feuer! Sie leben. Gehen wir!
Ja, also nur falls ihr euch wundert, ne, warum ich gerade so still bin, ne, ich genieße hier tatsächlich mal so ein bisschen die Show gerade. Ich erinnere mich nur noch ganz dunkel tatsächlich daran, obwohl ich weiß gar nicht, mit wie vielen Charakteren ich da durchgerannt bin. Wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. Sah so aus, als konntet ihr ein bisschen Hilfe brauchen. Ihre Verstärkung nimmt kein Ende! Diese Kristalle schon wieder. Wenn wir näher rankommen, können wir dieses Ding zerstören. Ihr habt ihn gehört, Waldläufer. Schicken wir diese Dämonen in den Staub. Erste Salbe auf mein Zeichen. Jetzt! Zerbrecht die Kristalle! Das war belebend. Aber wie haben Sie in dieser kurzen Zeit so viele Dämonen hierher gebracht? Diese Invasion ist anders als alle, die ich bisher erlebt habe. Und ich bezweifle, dass das die letzte Überraschung war. Diese Gebäude wurden im Handumdrehen errichtet und spucken in Sekundenschnelle scharenweise Dämonen aus. Und jetzt wissen wir, wie wir sie vernichten. Sie oder wir! Legen wir los, bevor sie uns die Entscheidung abnehmen. Das sind Insignien des Agentum-Kreuzzugs. Könnt ihr sprechen? Wo ist der Rest des Kreuzzugs? Tote, überall. Es ging blitzschnell. Kein Entkommen. Und keine Spur von Tyrion. Wir finden ihn. Krieger der Horde, sucht nach Überlebenden. Rettet so viele ihr könnt. Ich stehe in eurer Schuld. Ich bin verwundet, doch ich kann laufen. Es waren so viele. Ich bin verwundet, doch ich kann laufen. Es waren so viele. Moment, das sieht interessant aus. Unbeaufsichtigte Kanone. Teufelsrufen. Oh, alles klar. Kanönchen kaputt, oder? Ich bin verletzt, aber ich kann kämpfen. Ich stehe in eurer Schuld. Ich stehe in eurer Schuld. Es tut gut, euch zu sehen. Ich bin verletzt, aber ich kann kämpfen.
Ich danke euch für eure Hilfe. Auch eins. Ja, irgendwie so mehr oder weniger geht das hier von ganz automatisch, ne? Ist das ein Satz von ganz automatisch? Ich bin verwundet, doch ich kann laufen. Die ziehen sich zurück! Das war zu leicht. Da stimmt etwas nicht. Da, auf der anderen Seite der Kluft. Gul'dan! Er hat Tyrion. Krieger der Horde, stoßt vor zu Thrall! Stoßen. Geister der Erde, steht mir bei. Sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Ja, genau, und da drüben kommt dann die Allianz, ne? Tyrion! Gul'dan! Dafür werdet ihr bezahlen. Greif zurück. Es ist eine Falle. Das Licht wird mich schützen. Narr, dies ist der Tempel eines Gottes. Euer erbärmliches Licht hilft euch hier nicht. Wenigstens sind eure Freunde noch rechtzeitig gekommen, um euch sterben zu sehen. Vernichtet ihn! Das Licht! Vordring! Nein! All eure Arbeit, all eure Opfer, nur um eure Champions hier einen nach dem anderen sterben zu sehen. Vernichtet sie! Ich werde euch Furcht lehren! Ich werde ihm ein Schild ins Gesicht werfen. Sobald du ein bisschen näher kommst. Krieger der Horde, bereit machen! Er kommt auf euch zu, Windläufer! Los, Krieger der Horde! Zeit, die Allianz zu zeigen, wie wir Dämonen abschlachten. Er gehört ganz euch, Allianz. Diesmal haben wir nicht. Konzentriert unsere gesamte Feuerkraft. Zurück in den Nether. Peter. Ihr habt noch eine Chance. Erledigt ihn, Sylvanas. Dann ist eure Arbeit hier getan, Brent. Je größer sie sind. Keine Zeit für Prahlerei, Brent. Wir müssen Gul'dan stoppen, bevor er mehr von diesen Dingern beschwört. Wir nehmen den Felsgrat und decken eure Flanke. Sylvanas, ich danke euch. Viel Glück, Varian. Euch auch.
Ich wundere mich die ganze Zeit, warum hier keine EP reinkommt. Ne? Aber wir sind ja in einem Szenario. Da war ja irgendwie was. Entkommen? Wie treffend, Mensch. Vor meinem Meister gibt es kein Entkommen. Werde Zeugen der wahren Macht von Lord Sargeras. Am Fuß des Kamms hinter uns. Noch ein Portal. Wir müssen diesen Kamm um jeden Preis halten. Bezieht Position. Wir halten sie auf. Wir müssen. Ihr könnt uns nicht bezwingen, Gul'dan. Gemeinsam werden die Streitkräfte von Azeroth triumphieren. Genug geplaudert, Vryn. Tötet ihn endlich! Ich sah das Ende eurer erbärmlichen Welt. Das Teufelsfeuer wird euch verschlingen, wie schon 10.000 Welten zuvor. Die Legion ist endlos. Ich halte nicht mehr lange durch. Bringt Bane zu mir. Schließt die Reihen. Es sind zu viele. Zurückfallen. Zu mir. Wir halten diese Linie. Da ist mir wirklich was. Eine minimale EP. Aber ist ja auch kein Wunder irgendwie, ne? Wir kommen von hinten! Stärkt die Flanke! Kriegshäuptling! Nicht untergehen. Zum Luftschiff. Alle Mann, Röntgen! Meinem Sohn.
Man wird eurer gedenken, dem König, der alles geopfert hat. Für gar nichts. Für die Allianz. Hatte ich irgendwie schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Ich war jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen gefesselt wieder. Hier, Edric, stell dir vor, was passiert ist. Oh, warte mal. Hier geht doch schon... Für die Spezialisierung Standard oder Heilig. Wobei eigentlich, das ist ja fast egal. Wir sind ja bald, ne, sowieso wieder hier. Heilig oder Standard? Was heißt Standard? Vergeltung. Standard oder Heilig. Das werden sie wahrscheinlich noch ändern. Ne? Standard ist ja... ich würde das hier nehmen. Meldet euch bei Sawfang. Ja, ich werde hier jetzt einfach mal ganz plötzlich, also einfach mal so ein bisschen durchspielen jetzt, also weil das durchspielen, einfach mal so ein bisschen, ne, mich hier mitreißen lassen. Ne, das finde ich jetzt wieder tatsächlich ein bisschen interessanter, als wenn ich da im Zandalari-Imperium rumlatsche. Wobei, ja okay, vielleicht EP-technisch ging es da ein bisschen schneller. Aber genau das gucken wir ja jetzt hier so mal. Ne? Einfach mal mitreißen lassen. Ich glaube nicht, dass ich in einen Spieler-gegen-Spieler-Kampf verwickelt bin. Das ist nicht die Zeit für Höflichkeiten. Warum ist das Ding zu? Ah, bringt mich rein. Der Tod auf dem Schlachtfeld ist ein Tod eines Orks. Guten Tag. Haltet die Augen nach der Allianz offen. Höllschrei beobachtet euch. Was braucht ihr von mir? Mögt ihr im Kampf gegen einen verhassten Feind sterben? Ja, was heißt das jetzt hier? Meldet euch. Schön, euch zu sehen. Die Spitze des Hordenschwers darzustellen, es gibt keine größere Ehre. Die sind dunkle Zeiten. Wobei, es hat ja schon begonnen, ne, also... Thank you.
Ich freue mich, berichten zu können, dass die Seeschlacht gut verläuft, Kriegshäuptling. Unsere Truppen melden entscheidende Siege vor den Küsten von Tanaris und Tolbarat. Das Blut der Allianz wird vergossen. Das freut mich, General Nasgrim. Ich hörte weiterhin, dass unsere Flotte im Süden eine Gesandtschaft der Allianz gestellt hat. Wir haben das königliche Flaggschiff verfolgt, bis es auf Grund lief. Auf Grund? Wo? Sie haben offenbar eine riesige, unentdeckte Landmasse gefunden, umhüllt von dichtem Nebel. Die Allianz war zuerst dort! Ändert den Kurs der Invasionsflotte. Ihr und eure besten Veteranen ebnen uns den Weg. Stürmt die Küste. Ertränkt ist das nicht gerade Panda, ja? Grübel, grübel. In Ehren. Ach ja, hier war doch auch mal irgendwas hier von wegen Agenten aufspüren. Ne, irgendwas war da. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben, Illidans Plan? Dann habe ich auch noch eine verschwommene Erinnerung. Ja, der Grunzer, der schlurft da hinten ganz bequem durch die Gegend. Sagen. Hier sieht er mit der EP jetzt schon ein bisschen anders aus, ne? Nicht hier so 20. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Tempo. Stärke und Tempo. Stärke-Tempo. Ja, ist aber auch ein bisschen, ne? Alles wird hier irgendwie episch, wenn ich anfasse.
doch überhaupt nicht. Lügen über Lügen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Anvisieren. Alles klar, was soll ich da machen? Sprich mit Blablabla im Lager der Illidari auf dem Plateau in Orima. Ja, okay, dann. Ja, wir befinden uns aus irgendwelchen Gründen im Kampf. Wir laufen also einfach so los. Wobei, was? Dann bin ich schon... Wie bin ich auf eine Stunde gekommen? Ich bin, hab doch gerade das eingeloggt. Ja, also wenn man am Anfang ja diese Story hier so eben halt anspielt oder durchspielt, ne, da ist natürlich nicht, dass da sofort die ganze Quest-EP jetzt reinkommt, ne? Aber wenn wir in den Dalaran angekommen sind mit unseren Ordenshallen, Quests und so weiter, das war eben halt relativ stramm und geschichtsträchtig, wie ich fand. Moment, Plateau. Falscher Weg. Ich glaube, ich bin hier noch nie so hergelaufen. Man ist halt wirklich gewohnt zu fliegen, ne? Ich ein bisschen auf dem Schlauch. Wegen hier die Kunst des Krieges. Warte mal kurz. Ich meine, mir ist klar, dass sowas auch noch nicht integriert sein kann oder verbuggt sein kann, aber... Sieg. So blind kann ich auch gar nicht sein. Okay, hoffe ich einfach mal, dass das irgendwie, ne, schon passt. Ne, natürlich Legion, ja, die Dämonenjäger, ne, man kennt sie ja. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Die Legion versucht uns vom Himmel zu holen. Wir treffen uns in Dalaran, über dem Gebirgspass der Totenwinde. Ich habe einen Plan. Er ist absurd riskant. Aber es ist ein Plan. Okay. Ich glaube, die waren während des Events. Diese Händler, da konnte man echt interessante Sachen kaufen. Denkt immer daran, es gibt kein... Thank you.
Halt, Moment, stopp. Sprich mit der Abgesandten der Kirin Tor, um euch bei war das außerhalb von OG nochmal gewesen? Ich verstehe das nicht, dass wir hier in unserer Hauptbude nicht einfach so reinkommen. Warte mal, ich mach da mal ein bisschen plump. Ja, und hier womöglich auch drauf. Ja, oder es geht gar nicht. Ne, alter Paladin-Trick. Die ewige Sonne wird uns leiten. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Okay. Huch, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hier. Dass wir hier angegriffen werden. Hallo, mein Kleiner. Ergebenste Grüße, Champion. Vertraut auf euch selbst. Bürger Azeroth! Am heutigen Tage wenden wir das Blatt. Am heutigen Tage erobern wir unsere Welt zurück und schicken die Legion wieder in die Hölle, aus der sie stammt. Unser Ziel ist klar. Die Säulen der Schöpfung erwarten uns. Auf den verheerten Inseln. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz. Nee, und schwuppdiwupp sind wir in Dalaran angekommen, beziehungsweise mit Dalaran über die verheerten Inseln geportet. So, Moment, ich wollte mir mal eben hier den Flugpunkt holen. Ne, gönn dir, Junge.
Champion, dem Licht sei Dank. Ich muss euch dringend sprechen. Zu euren Diensten. Geht steht. Vortrefflich. Trefft mich auf Krasus Landeplatz, sobald ihr gerüstet seid. So. Travard abgeholt. Grüße. Möge Tür euch leiten. Falls sich Hilfe auftreiben lässt, werden Efrina und ich kommen. Ja, ich mag die Krodos. Ja, das ist es. Auf zum Schildhügel. Die Zeit drängt. Ach, ey, ihr fast übersehen. Wie geht es euch? Auf Wiedersehen. Tyrosus ist ein guter Kerl. Da sage ich nicht nein. Es lauern zu viele Gefahren, als dass ich etwas Hilfe ausschlagen würde. Naja, auf jeden Fall kann ich ja jetzt schon mal erzählen, weil wir sind jetzt gerade schon über die Stunde wieder hinaus. Und natürlich, okay, wir haben hier dieses Legions-Intro halt auch die ganze Zeit. Schön, dass ihr es geschafft habt. Solange wir am Leben sind, wird Azeroth nicht fallen. Ihr könnt Imrüder und Schwester. Wir dürfen den Aschenbringer nicht vergessen. Tyrion mag fort sein, doch die Klinge ist noch da draußen. Ja, alles klar. So. Was nehmen wir als erstes? Wir sind Tank, deswegen würde ich sagen, wir nehmen uns auch erstmal diese Schutzklamotte, wobei im Grunde ist sie gleichgültig. Danach holen wir uns den Aschebringer. So, wups. Wir werden obsiegen. Nehmt euch in Acht da draußen. Seid gegrüßt. Wir sehen uns. Seit dem Sieg über den Lichtkönig habe ich viel Zeit in Ulduar verbracht und von Tyr erfahren. Er war der einzige Titanenhüter, der sich gegen Lokens Verrat erhob. Eine Frühkuhlsage spricht von einem mächtigen Schild, den Tyr seinem Champion für die Schlacht angefertigt hatte. Hallo? Meine Fähigkeiten lassen mich mit den Verstorbenen sprechen. Vielleicht können wir den Helden dieser Sage direkt befragen. Ja, das hoffe ich. Mit eurer Hilfe haben wir eine Chance, das Artefakt zu finden. Auf Wiedersehen. Seid gegrüßt. Lebt wohl! In diesem Turm, mitten in Dalaran, befindet sich ein Portal zum Wirmbrut-Tempel. Dann seid ihr schon fast da. Tau, nochmals danke, dass ihr uns Paladinen helft. Ihr habt die Sonnenläufer um Hilfe gebeten. Und hier bin ich. Ja, dann fang ich auf, ne? Möge euch meine Anwesenheit Erfolg bescheren, Oryk. So, wobei ich würde jetzt sagen, dass das Gröbste haben wir ja immerhin durch. Ich hätte das wahrscheinlich auch alles überspringen können, dann wären wir noch schneller gewesen, aber darum ging es mir hier jetzt gerade auch überhaupt nicht. Ne, also ich werde jetzt hier an der Stelle dann erstmal Stopp machen. Beim nächsten Mal geht es genau an dieser Stelle hier weiter, denn wie gesagt, die Artefaktwaffen werden wir uns definitiv holen. Mich interessiert eben halt auch, wie viel EP gibt es und so weiter. Aber eine Stunde muss immer so durchschnittlich reichen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar nette Worte in den Kommentaren hinterlasst. Den Daumen nach oben nicht vergesst. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welches Questgebiet ihr eventuell lieber sehen wolltet. Also wenn ihr jetzt sagt, ja Moment, Legion, das ist ja noch gar nicht so lange her. Warlords of Draenor habe ich mich nie mit beschäftigt. Oder Scherbenwelt oder Kataklysm. Also wenn ihr da irgendwelche Vorlieben habt, schreibt es mir ruhig gerne in die Kommentare, auch unter dieses Video. Ne? Ich werde es dann berücksichtigen. Und ja, als nächstes dann wahrscheinlich dann dahin gehen. Ne? Ja, aber bevor es hier losgeht, wie gesagt, ich stelle mich jetzt nochmal hier da hin. Da seid ihr ja. Dieses Land ist mir noch immer unheimlich. So viel Qual und Tod. Egal, fangen wir an. So, Moment.
Da fiel mir eigentlich pro hier noch ein Screenshot. Ne, muss reichen. Okay. Ja, wie gesagt, nächstes Mal geht es an dieser Stelle hier weiter. Ne? Ich bin der Kriegs von Ayem Korgen. Ich sag mal, bis dann.